So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Die nächste Quest auf der Fährte, die ist, glaube ich, Stufe 11. Jupp. Und wir gehen gleich. Anscheinend da nach hinten. Da runter. Ja, es ist wunderschön hier. Ist auf jeden Fall außerhalb von Novigrad, das ist auch gut. Falls ich da wieder was aktivieren muss, geht's weg da. Novigrad ist voller Geizhälse. Die Geizhälse sich andere Geizhälse über das Geizhälse gebracht. So, und da vorne rechts. So, Südtor haben wir jetzt da auch gekriegt, das ist gut. Der Amtmann ist ziemlich streng. So, und irgendeiner hier. Wahrscheinlich eh er. Schauen wir mal, was er zum Sagen hat. Wir mögen keine Leute, die hier rumstreuen. Ach nein? Gibt es hier eine Bestie, die jemand loswerden möchte? Ich bin wegen der Nachricht hier. Aufseher Lund hat sie aufgehängt. Ja, die Bestie treibt sich in den Vororten rum, ermordet die Leute. Sie haben Angst, abends rauszugehen. Ich würde gerne mit dem Aufseher sprechen. Zu schade, dass er keine Bittsteller empfängt. Was macht er denn genau? Er verteilt im Namen des Stadtrats Hilfsgüter, Mehl und Grütze für die Armen. Natürlich macht er das nicht selbst. Dafür hat er seine Männer. Er selbst, beaufsichtigt? Genau. Ich möchte dieses Monster zur Strecke bringen. Dann solltest du dich beeilen. Ein anderer Kerl ist schon hinter ihm her. Okay. Wer hat den Auftrag angenommen? Ich habe den Mann nicht gesehen. Hab nur gehört, dass irgendein mutiger Trottel aufgetaucht ist. Okay. Gibt es irgendwelche Augenzeugen von diesen Angriffen? Nein, nur Leichen. Die Bestie erscheint nur nachts und wählt Opfer aus, die alleine sind. Na, das ist ja perfekt für Geralt. Er ist ja immer gerne alleine. Wann wurde das letzte Opfer gefunden? Erst letzte Nacht. Hubert, ein Bettler, aber anständig. Ich habe ihn ab und zu im Schuppen übernachten lassen. Dort drüben rechts. Eustachius hat die Leiche noch nicht abgeholt. Sie liegt noch dort, wo ich sie gefunden habe. Okay, bis dann. Danke, bis dann. Danke dir. Ciao, ciao. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Auf geht's zum Bettler. Juhu. So, im Schuppen. Das ist ein Schuppen für dich, okay. Moos. Doch nicht. Schade. Kannst du da raufklettern? Ja, sehr gut. Na, dann gehen wir mal rein. Ich kann da nicht reingehen? Ah, da, okay. So, wo bist du, mein Freund, hä? Okay, der ist tot. Gut, wir plündern vorher noch. Zifferplatte, okay. Eine Wasserflasche, okay. Was haben wir hier hinten? Ganz viel zum Untersuchen, okay. Was haben wir hier? Lauter Dreck. Und das können wir anzünden. Sehr gut. So, schauen wir uns mal hier um. Blut, aber kein menschliches. Das Monster wurde verwundet. Das sind nicht die Spuren eines Garkins oder Flatterers. Na dann die Leiche. Alles Blut wurde ausgesaugt. Ein niederer Vampir? Quest aktuell. Nein. Ach komm jetzt. Ah, schon wieder so groß das Gebiet hier. Wahrscheinlich müssen wir wieder diesen Fußspuren folgen. Und das kommt ja eh nur bei Nacht. Das heißt, wir können eigentlich gleich meditieren. Okay. Ah, das ist... Geht's weg da. Ich muss einen Auftrag ausführen.
Entschuldigung. Was geht hier vor? Komische Wegbeschreibung, aber okay. Da ist er ins Wasser gesprungen, nehme ich an. Die Spuren enden hier. Ich muss auf der anderen Seite nach Spuren suchen. Wirklich, Geralt, musst du das? Ab mit dir ins Wasser. Und schwimm mal. So. Okay, hier gibt's ein bisschen was zum Looten. Nein, nein, nein. Ach Gott. Manches geht, manches... Ah, da oben, schaut's mal. Hier ist es. Oh, eine tote Maus. Oder Ratte. Rattenkadaver. Sie haben keinen Tropfen Blut mehr. Muss ein Ekima sein. Okay. So, das ist auch. Der Ekima ist hier aus dem Wasser gekommen. Ich muss nach weiteren Spuren suchen. Jupp. Da oben geht's weiter, Geralt. Das nehmen wir alles mit hier. Ich weiß zwar nicht, ob sich das was bringt, aber ist egal. So, er ist in diese Wohnung reingegangen. Okay, der wird wahrscheinlich oben sein. Dann killen wir mal das Viech, oder? Sie ist stark! Kirsti! War schön, Alter. Schaut euch das an, den Damage! Hallo, Lambert. Verdammt, wie gut dich zu sehen, Wolf. Bist du zum Jagen in Novigrad? Du mochtest die Stadt doch noch nie, wenn ich mich recht entsinne. Das stimmt. Ich habe hier etwas zu erledigen. Was hast du getrieben? Ging unterwegs alles glatt? Und ob. Ordentlicher Verdienst in Lan Exeter. Da sollte ich einen Riesen jagen, der sich als Waldtroll entpuppte. Außerdem Banditen. Banditen? Die gab es zusammen mit dem Trollfreihaus. Was du noch erledigen musst, kann ich dir dabei helfen? Vielleicht. Aber wir reden später darüber. Wir müssen uns die Belohnung holen. Ich hab's eilig. Sagen wir, du hast die Hälfte verdient. Was soll's? Ich stoße später dazu. Ich möchte jetzt nicht mit ihm mitgehen. Ich komme dann gleich. Ich will nur ein bisschen looten hier. Ich stoße später dazu. Wartest du auf mich? Gut. Aber lass dir nicht zu lange Zeit. Weißt du, wo das Büro des Aufsehers ist? Ja, ich habe mich mit der Wache davor unterhalten. Wir sehen uns dort. Na dann geh mal. Ich möchte ein bisschen hier schauen. So, das auf jeden Fall mitnehmen. Genauso wie das hier. Ich hoffe, der bescheißt mich nicht, aber er kennt ihn sehr gut, den Geralt. Den, glaube ich, können wir schon vertrauen. Zwergenschnaps, jo. Das nehme ich immer gerne mit. Für alleinstehende Stunden, kann man so sagen. So, hier kann man nicht runter, hier kann man aber runter. Da unten looten wir auch noch alles. Und dann sind wir wieder fertig mit der Quest, das ist ja unglaublich. Es läuft, es läuft, es läuft. So, hier auch noch. Zwergenschnapsi. Schnapsi, Schnapsi, Schnapsi. Haben wir hier, okay. Haben wir hier, okay. Nehmen wir alles mit. Wenn ich jetzt noch ein besseres Schwert finde, dann zucke ich aus. Nehmen wir alles mit. So, genauso. Zwergenschnapsi. Sehr viel Zwergenschnaps hier. Okay, da hinten noch. Okay, das war's. So, dann kehren wir zurück. Ups. Und schwimmen wir mal eine Runde wieder. Haben wir das Viech auch wieder getötet. Und wie schnell es da angegangen ist. Der Typ hat jetzt nicht wirklich viel rausgerissen da. Aber es passt schon. Ich bin damit zufrieden. So. Bin schon da.
Wo ist mein Kollege? Wahrscheinlich, wenn ich ihn starte, erst die Cutscene. Zieh ab. Was? Scheißpenner. Päh. Zieh ab. Was geht hier? Scheißpenner. Päh. Boah, um Gottes Willen, Entschuldigung. Schaut mal, ist was zum Lesen für euch. Bitte, drückt auf Pause. Ah, okay, da. Oh, er hat uns die Quest gegeben, da oben, der Typ. Und, Alter, das ist schon pervers. Okay, gut. Holen wir uns die Belohnung. Und? Was sagst du? Wir haben alles Notwendige getan. Jetzt wollen wir unsere Bezahlung sehen. Wartet hier. Ich hole den Aufseher und eure Belohnung. Das machen wir selbst. Kein Grund, den Posten zu verlassen. Dagegen ist nichts einzuwenden. Geht rein. Na komm, geh rein, Geralt. Deine Schwerter sind viel schöner als die von deinen Kollegen da. Oder unsere Schwerter. Das hört sich viel besser an. Wir haben uns um das Monster am Hafen gekümmert. Wir sind wegen der Belohnung hier. Hexer? Seit wann reist ihr zu zweit? Auf einzelne Hexer lauern große Gefahren. Banditen zum Beispiel. Ich rate dir, auf deinen Ton zu achten. Wo ist Yad Karadin? Rede! Okay, wir unterstützen ihn einmal. Wer? Vertrau mir, Geralt. Es ist wichtig. Ich muss etwas herausfinden. Ich kenne keinen Karadin. Nehmt die Münzen und verschwindet, bevor ich die Geduld verliere. Wo ist Yad Karadin? Ich frage dich zum letzten Mal. Wache! In den Kerker mit ihnen! Ja. Na, dann geht's ab. Ein Geralt lässt sich nicht so wirklich beeinflussen davon. Überhaupt von drei lächerlichen Wachen hier. Ich brech dir die Knochen. Jo, du reißt mir nichts mehr auf. So, plündern. Bevor die da sterben. Quest aktualisiert, okay. Dauert die doch noch länger. Leiwand, Leiwand, Leiwand. So. Schauen wir mal ganz kurz. Inventar. Die ist sogar auch noch. Die ist sogar noch besser als das, was wir jetzt haben. Ein Stahlschwert. 131. Moment mal ganz kurz da. Die ist wirklich. Aber die halt hat keine Runen. Benötigt Stufe 12. Rein damit. Vielleicht können wir irgendwie die Rune wieder rausnehmen. Ansonsten verkaufe ich es mit Rune, ist mir eigentlich auch egal. So, was haben wir hier sonst noch? Das ist eigentlich alles Schrott. Auf die freue ich mich schon. Oh, auf die freue ich mich schon. Die ist dann auch um 14 besser. Okay, passt. Neues Schwert haben wir gekriegt. Oh, besser als nichts, oder? Okay, Moment. Wir müssen wieder durch die Tür. Dieser Typ ist mehr Ärger als der Ekima. Karadin ist verschwunden, ich schwöre es. Die anderen auch. Ich weiß nur von Vienne. Was weißt du von Vienne? Sie trinkt im Sieben Katzen. Sie ist Tag und Nacht dort. Siehst du? Du bist doch zu was Nütze. Das war Mord. War das wirklich notwendig? Ja. Bald tauchen noch mehr Wachen auf. Lass uns verschwinden. Wir treffen uns im Sieben Katzen. Dort erzähle ich dir alles. In der Taverne, wo Vienne ist? Ja, bis später. Und? 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 Okay. Es geht weiter mit der Quest. So, hier ist nichts passiert. Ich mach mal die Türe zu.
Okay, es geht weiter mit der Quest. Das hätte ich mir jetzt nicht gedacht, dass die so lang ist, aber ich ziehe die jetzt einfach ganz normal durch. Wir müssen zu der Taverne 7 Katzen. Okay. Nehmen wir Probleme. Laufen wir halt hin. Schauen wir mal, was der uns jetzt zum Sagen hat. Moment. Moment. Neue Quest hier unten. Nehmen wir natürlich an. Grüß dich. Was willst du? Ich bin Mux. Rostan Mux. Ich brauche deine Hilfe. In einer ernsten Sache. Was ist das für eine ernste Angelegenheit? Ich bin geschäftlich hergekommen. Leider wurde ich am anderen Flussufer angegriffen. Da, beim Ende der Brücke. Ich habe dem Penner eine Flasche feinsten Zwergenschnaps auf den Schädel gedroschen. Aber er hat mich trotzdem beklaut. Nun sag schon, was du willst. Fass dich kurz. Der Dieb ist mit meinen Dokumenten weggerannt. Sehr wichtige Dokumente waren das. Du musst sie mir wiederbringen. Das kostet aber, ja, klar. Das kostet was. Ich arbeite nicht umsonst. Ich weiß. Seit Anbeginn der Zeiten hat wohl noch kein Hexer einen Finger umsonst gerührt. Ich habe noch etwas Geld in meinen Schuhsohlen. Wenn du mir die Dokumente bringst, ist es dein. Gut. Mal sehen, was ich tun kann. So, neue Quest. Das könnte die letzte Chance sein. Wenn das nicht klappt, weiß ich nicht weiter. Keine Angst, wir machen das schon. Wir werden das schon finden. Deinesgleichen sollte in Novigrad. Jojojojo. Benimm dich, Hexer. Jojojo. Ich benehm mich, ey. Keine Angst. Ich tu keinen was Böses. Oder ich will keinen was Böses. Ihr wollt immer nur das Böse von mir. Ich tu mich ja nur wehren. So, da vorne ist er links. Ich hätte mir gedacht, dass ich das jetzt schon fertig habe, aber. Nö, nö, nö. Mein Papa mag Elfen. So, da ist er. Na schön, jetzt bist du mir einige Erklärungen schuldig. Warum hast du Lund getötet? Und worum geht es hier? Willst du die kurze oder die lange Version hören? Ich will alles hören. Fass dich kurz. Na, ich will alles hören. Erzähl mir die ganze Geschichte. Ich hatte einen Freund. Sein Name war Aiden. Du hattest einen Freund? Sehr witzig. Ich habe ihn kennengelernt, kurz nachdem ich den Auftrag hatte, den Fluch vom Oger von Elanda zu brechen. Aiden war beauftragt worden, ihn zu töten. Er war ein Hexer von der Katzenschule. Kommt zur Sache. Wie ist es ausgegangen? Das ist eigentlich das Gleiche, oder? Nimm mal das Erste. Soweit ich mich erinnere, wurde der Oger letztendlich getötet. Ja, nachdem er meinen Auftraggeber ausgeweidet hatte, blieb uns nichts anderes übrig. Aiden und ich haben uns zusammengetan und uns die Belohnung für den toten Oger geteilt. Danach haben wir häufig zusammengearbeitet. Er war der Beste, den ich jemals getroffen habe. Du weißt, ich mag dich, aber das ist kein Vergleich. Mach mal das untere. Du wolltest erklären, warum du den Aufseher ermordet hast. Vor einiger Zeit hat Aiden einen Auftrag angenommen, einen Fluch zu brechen. Bei der Tochter des Herzogs. War von Anfang an ein politisches Fiasko. Und der Hass auf die Katzenschule kam noch dazu. Sie haben sich diesen Hass redlich verdient. Sie wurden praktisch zu Auftragsmördern. Aiden war nicht so. Jedenfalls hatten einige Höflinge des Herzogs andere Pläne. Wollten nicht, dass der Fluch der Erstgeborenen des Herzogs aufgehoben wird. Also haben einige ausgebildete Mörder Aiden aufgelauert und ihn ermordet. Unser lieber Aufseher war einer von ihnen. Und Yad Karadin? Der Anführer der Meuchelmörder. Er hat ihm den tödlichen Stoß verpasst. Mach mal's untere. Was hast du vor? Ich will mich an den Bastarden rächen, die das getan haben. Vor allem an Karadin. Wir müssen mit Vienne reden. Inzwischen müsste sie genügend getrunken haben. Gehen wir. Okay. Die Quest ist länger, als was ich mir gedacht habe. Vienne? Oh, eine Elbin. Was willst du? Wir suchen Yad Karadin. Und warum sollte ich euch helfen?
Wenn wir dich freundlich darum bitten. Na, machen wir das Erste. Meinem Freund hier ist es wirklich wichtig. Und was springt für mich dabei raus? Ich bezahle fürs Erste dein Bier. Dann werden wir sehen, wie wertvoll deine Informationen sind. Ich habe zu Karadins Bande gehört, aber... Oh, wie lange ist das her? Ich weiß nicht, wo er steckt. Ich bin nicht mehr dabei. Außerdem ist er mit seinen alten Kumpeln nicht mehr befreundet. Er soll sich verändert haben. Karadin soll sich verändert haben? Was meinst du damit? Er hat die alten Verbindungen abgebrochen. Nimmt keine kleinen Morde mehr an. Er hat sich in einem Loch versteckt. Scheint was Großes zu planen. Wer war sonst noch in Karadins Bande? Außer mir? Selyse, Hammond und Lund. Aber die sind in alle Winde verstreut. Selyse ist nach Dreiberg gegangen, Hammond nach Skellige und Lund... Lund ist tot. Endlich hat er seinen Meister gefunden. Dann könnt ihr nur noch Hammond oder Selyse fragen. Was ist mit dir? Was ist deine Geschichte? Skoyatel, die Einheit wurde aufgerieben und ich habe mich Karadin angeschlossen. Die haben mich nie gleichwertig behandelt. Nein. Ich konnte einen Spaß auf 100 Schritt Entfernung treffen. Aber für Karadin war ich nie gut genug. Er hat diese Hure Selyse bevorzugt. Warst du an dem Mord des Hexers Aiden beteiligt? Vielleicht. Ich weiß es nicht mehr. Wir brauchen Informationen über Hammond. Früher war er Karadins rechte Hand. Als sich die Bande trennte, ist er zurück nach Faro, wo er einst herkam. Jetzt ist er Pirat. Selbst die Jarls behandeln ihn mit Respekt. Diese Selyse, wo finden wir sie? Sie hat sich gut gemacht. Sie führt ein Bordell in Dreiberg, wo die reichen Männer hingehen. Die Huren entlocken ihnen Informationen, die sie dann verkauft. Der Name des Bordells? Die Schwarze Lilie. Selyse hatte schon immer einen schrecklichen Geschmack. Zufrieden? Sie weiß nichts. Wir müssen mit Hammond und Selyse sprechen. Ihr solltet nicht nach Karadin suchen. Wenn er merkt, dass ihr hinter ihm her seid, wird er euch auf der Stelle töten. Das werden wir ja sehen. Und was dich anbelangt. Nein, Lambert. Du hast recht. Lassen wir sie so leben. Was ist mit meiner Bezahlung? Arschlöcher. Okay. 80 Erfahrungspunkte. Du musst mir helfen, Geralt. Am besten trennen wir uns. Du segelst nach Skellige und versuchst, was aus Hammond herauszubekommen. Ich gehe nach Dreiberg und treffe dort Selyse. Lambert, lass uns darüber reden. Nein. Das ist eine der Situationen, der ernsten Situationen, wo man keine unnötigen Fragen stellt und einem Freund einfach hilft. Wo treffen wir uns, wenn ich wieder zurück bin? In der Taverne nirgendwo. Gut, bin schon unterwegs. Viel Glück. Mein Papa ist jetzt. So, Quest aktualisiert, auf der Fährte. Ein Blick sagt mir schon alles. Okay, Moment. Moment. Ein Monster töten. Hast du so komische Augen? Ehrlich. Schaut's mal. Da. Ich glaube, ich muss nach Skellinge. Das ist das erste Mal, dass wir dorthin kommen. Und ich kann aber... keine... Pff, wie groß ist ein Skellinge?
Bist du deppert? Ich kann aber da nirgendwo hinreisen. Wenn ich das gewusst hätte, dass ich dorthin reisen musste, hätte ich die Quest nicht angenommen. Okay, das heißt, wir müssen Schluss machen. Und wir machen die Quest halt dann fertig, wenn ich nach Skellingte reisen kann. Aber es wird mir auch da nicht angezeigt. Auf jeden Fall machen wir zwei Teile. Auf jeden Fall machen wir zwei Teile. Ich werde mir das ein bisschen durchschauen jetzt. Da. Es zeigt auf jeden Fall den Wegpunkt an, dass ich dort rüber muss. Vielleicht ist es auch woanders. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das da jetzt ist. Im Weißgarten. Na, wie gesagt, ich schaue mir das einmal an. Und ich mache mal hier jetzt Partschluss. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Macht's es gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.